Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ihr seht schon hier vor uns unseren kleinen Transport, den wir zu unserem Nuke Transporter bringen, damit der den Transfer durchführen kann. Bevor wir aber loslegen, wollte ich uns darüber informieren, dass ihr doch bitte nicht vergesst, den Daumen zu drücken, wenn euch das Video gefällt, und den Abo-Button, falls ihr noch nicht abonniert seid, und am besten auch die Glocke aktiviert, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Ja, das ist alles, was ich eigentlich sagen wollte, einfach damit ich hier auch ein bisschen mal das am Anfang mache, anstatt am Ende. Promotion stellt man ja meistens davor, ne? Also, lass uns mal loslegen. Genau, Moho ist unser Ziel. In 6 Tagen, 2 Stunden ist der Transferbeginn. Wir sind seitdem in einer halben Stunde schon unterwegs am Arbeiten und in einer Minute kommt unser Schubwindow, was 6 Sekunden dauern sollte angeblich. Wir werden aber ein bisschen länger brauchen, weil ich werde es mit RCS machen. Und ich hätte vielleicht früher starten sollen, ne? Aber schaut mal, wie gut das geht. So, zack. Du kannst ihn nicht viel besser kontrollieren. Und es ist genauer Ping leer. Der Sinn hinter funktioniert. Jawohl. So, jetzt werden wir ganz vorsichtig dann den Endschub machen. Auf! Aber jetzt sind wir noch hier einfach so ein bisschen. Okay, jetzt müssen wir. So, okay. So, jetzt aber. RCS aus, so. Wie schaut es mit unserem Interception aus? 0,5, das reicht vollkommen. Gut, dann können wir schon mal hier vorspulen. Sind nochmal 20 Minuten. Und da ist der Nuke Transporter, den wir eigentlich intersecten wollen jetzt. Ich will das jetzt sehen. Oh, der Sonnenaufgang. Oh, so schön. Dieses Spiel ist so schön, einfach immer wieder. Man kann dieses Spiel einfach so schön machen. Wenn du überlegst, es ist ja auch riesig, du kannst da überall landen. Das ist so eine fette Open World, also so eine fette Open World. Ja, ich bin da immer wieder fasziniert drüber. So, rückläufig. Tun wir uns gleich mal ausrichten, damit wir abbremsen können, sobald es notwendig wird. Und hier sind ja unsere ganzen Scanner auch verbaut. Da ist die fette Antenne. Hier sind die ganzen... Also für einen Negative Grapple. Ja, okay, aber... sollen wir den jetzt schon machen? Verbraucht halt auch wieder Strom, ne? Aber ist ja wurscht. Ja, 90 Tage, so lange sind wir auch nicht oben. Also bringt sich auch nichts. Dafür müsste man ein Satellit jetzt sein. Hehe. Spoiler! Da ist ein Satellit unterwegs nach Moho. Ja. Da kommt wieder mein Vogel raus. Nicht die da hinten, sondern meiner im Kopf. Ja. Ich würde mich interessieren, ob ich den schon langsam sehe, obwohl so nah sind wir noch gar nicht, ne? Ich muss gerade unterscheiden, ob das noch so ein Fleck ist, den ich im Bildschirm habe, den ich endlich mal wegtun sollte von dem ganzen Dreck hier. Aber, nee, das war der nicht. So, schau mal, hier unten ist der Wüstenstartplatz, da oben ist Corrier Sands Launchpad und alles. So, wie weit ist diese Entfernung? Ist gerade mal 1 Kilometer, was? Ist gleich über weggeschossen. Ne, da kommt er. Alter, wie pingelig genau ist denn das geworden? Schaut euch das an. Easy. Wenn ich jetzt noch lenken könnte, wäre es natürlich noch besser.
Ah, jetzt hat er gesprochen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt dir nicht. Warte mal. Ah, ich kann die in der Richtung gar nicht. Fuck! Ich kann in die andere Richtung nicht. Die sind ja nur einseitig. Das ist blöd. Aber die waren ja auch eigentlich dafür nicht gedacht. Was passiert jetzt? Hör auf! Uncool! Drei, zwei. So, okay. Jetzt fahren wir dann die Solarmodule ein. Jetzt werde ich einmal kurz zum anderen wechseln. Habe ich dich mit RCS ausgestattet? Ja, habe ich dich. Gut. Rein theoretisch, wenn ich das andere ein bisschen hochfliege, dann sollte alles gut sein. Wo ist denn Ziel? Ziel? Ausrichten. Und mal so eine Beschleunigung von 5 ms oder sowas. Umdrehen. Damit wir noch genug Zeit haben, geben wir uns einfach gemütliche Ruhe. Tun wir uns langsam nähern. Alter, schaut euch das an. So schön. Schaut euch das an. Da ist unser Transporter, unser Nuke Transport. Wupp, wupp. Schaut euch an, wie schön. So. Jetzt kommt der spaßigste Teil, das ist die Docking. Schnell einfach mal so hin. Dann sollten wir hoffentlich da Platz kriegen. So. Wo ist es denn hier? Von hier steuern. Als Ziel setzen. Ausrichten mal gegen Ziel. Währenddessen fahren wir mal die ersten Solarmodule ein zum Docken. Wir sollten nicht alle unbedingt... Ach, Ziel. Oh Gott, andere Richtung. So. Stopp, 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 stopp! Vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. So. Und jetzt müssen wir nur mit RCS, wenn ich wieder den richtigen Handling habe,
und schauen, dass wir uns adjustieren. Und dann können wir nämlich gemütlich docken. So, das wird schon, aber das wird schon. Dauert halt mal wieder alles seine Zeit, aber das ist ja normal im Weltraum. Alles mit Geduld und Ruhe. Sagt der, der normalerweise Stress hat bei dem Fliegen. Bisschen mehr hier so. Oh no, fuck, warte. Da war was. Ich muss jetzt... Bitte halte. Yes! Huh, das war nicht ein bisschen schnell. Ich habe vergessen, dass ich auch nur in einer Richtung ausgehe. Mann! Aber wir sind ready. Und durch die Docking-Geschwindigkeit haben wir natürlich jetzt hier auch ein bisschen Abstand gewonnen. Wir können jetzt hier die Solarpaneele wieder ausfahren. Ja, schaut aber alles gut aus. Schaut euch das an. Easy peasy, lemon squeezy. Richten wir uns mal vorläufig zur Flugbahn aus. Aber wenn man überlegt, dass das kleine Teil jetzt ist. Aber wo ist denn jetzt unser aktueller Triebwerk? Das da. Das ist aktuell aktiv. Das ist ja gar nicht aktiv da oben. Die 4. 7000 ms hat er. Easy. Gemütlich ist das so. Dann liefern wir die beiden da oben ab. Und dann kann sich der Große hier wieder auf dem Rückweg machen. Dann wird er betankt und dann kann er sich zur nächsten Mission rein theoretisch aufmachen. Und vielleicht können wir bis dahin sogar eine zweite Version noch erfinden, wo du, keine Ahnung, drunter auch docken kannst mit größerem Dockingport. Who knows, who knows, who knows. Aber Leute, ich muss euch eins sagen. Wir tun... Uiuiui, ich habe gerade hier so... Wie nennt man Schluck auf? Uncoole Sache, du. Irgendwo fliegt ja auch noch ein Teil, das Teil rum. Das werden wir in Zukunft auch nochmal entfernen. Aber wir sind gut vorbereitet auf nächste Folge. In der nächsten Folge geht's dann nämlich los zu Moho. Wir haben unseren Satelliten hier oben aktiv dran. Wir haben unseren kleinen Rover hier unten fertig und ready für die Mission. Wir werden jetzt einfach nochmal da oben, weil das der heftigste Teil ist, was wir haben, fahren wir den ganz, ganz großen auch aus. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's dann ab Richtung Moho. Und wer weiß, vielleicht sind wir schon zwei Folgen später da. Wer weiß es, wer weiß es, wer weiß es. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.